Hey, ich habe bei Amazon einen aufblasbaren Whirlpool gefunden, der mich total angesprochen und begeistert hat, weil er so viele tolle Funktionen hat, die andere nicht haben. Und davon möchte ich euch heute mal ein bisschen was erzählen und zeigen. Dieser Intex Bubble und Jet Whirlpool hat also nicht nur Luftblasen, sondern dieser Whirlpool ist mit 6 Wasserdruckdüsen zur Massage ausgestattet. Als ich das gelesen habe, dachte ich direkt, boah, geil, das muss ich mir kaufen und das für unter 1000 Euro. Gibt es sonst halt nicht, nur in diesen festen Systemen, die wirklich 6, 7, 8000 Euro kosten. Und man hat hier sogar noch ein Salzwassersystem verbaut. Das bedeutet, da wird durch Elektrolyse wird reines Salz aufgespalten zu Natrium und zu Chlorid. Und das Chlorid zerstört Bakterien. Algen werden auch damit aufgefressen sozusagen und werden angedickt und bleiben im Filter hängen. Diese Technik hätte ich nie gedacht, dass das bei einem Aufblas-Whirlpool gibt. Das kennt man sonst nur von ganz, ganz teuren Produkten und das ist hier halt mit dabei und das funktioniert super. Kein Chlorgeruch und kein Dreck. Jetzt wollen wir uns aber mal zusammen anschauen, was da überhaupt zu euch nach Hause kommt. Also wir haben hier erstmal dieses riesige Paket. Dieses Paket wiegt satte 77 Kilo und packen wir mal aus und gucken, was drin ist. Als erstes haben wir hier die Pumpeneinheit. Dann kommt das Becken mit einer Aufbewahrungstasche für den Winter, die Thermoabdeckung, 2x Nackenkissen, die Isoliermatte für den Boden, ein Ersatzfilter extra verpackt. Es sind noch in der Pumpeneinheitsverpackung sind noch 2 weitere Filter, also dieser Whirlpool kommt mit gesamt 3 Filtern nach Hause. Dann haben wir hier die Steuereinheit für die Pumpe. Dann habe ich mir zusätzlich noch für roundabout 50 Euro bei Amazon diesen Intex Akku-Whirlpool-Sauger gekauft. Also ein absolut geniales Teil, dazu kommt aber noch ein extra Video. Und einen extra Getränkehalter, der war auch nicht dabei, den habe ich mir auch noch mal für 7, 8 Euro bei Amazon bestellt. Den kann man schön oben drauf stecken auf den Whirlpool, aber auch das später im Video. Dann wollen wir das Ganze jetzt mal aufbauen. Das brauchte man 2 Leute für und hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Das Ganze für euch jetzt einmal im Schnelldurchlauf. An der Steuereinheit können wir jetzt hier einmal zuschalten den Jet-Modus, also dass hier mit einer Wasserpumpe mit hohem Druck Wasser durch die Jetdüsen getrieben wird. Das zeige ich euch einmal. Ja, wir wählen das mal an und dann kommt es rausgeschossen. Das ist echt geil für den Rücken. Das fühlt sich echt super an. Und dann haben wir natürlich noch 140 Luftdüsen und das ist halt dieses typische Blubber. Was ich wirklich, wirklich ganz, ganz super toll finde, ist, dass man die Pumpen, die Motoren, hört man, wenn man im Whirlpool selber sitzt, gar nicht. Also man nimmt eigentlich nur das Blubbern selber des Wassers wahr, aber hört die Pumpeinheit überhaupt gar nicht. Das ist natürlich für den perfekten Relax-Moment ganz wichtig, dass man entspannt im Whirlpool sitzen kann. Ja. Das Ganze kostet natürlich relativ viel Strom. Also die erste Aufheizung, also als ich eingefüllt habe, hat das Wasser ungefähr 20 Grad. Bis ich bei 35, 36 Grad Wassertemperatur gewesen bin, verbraucht man ungefähr 6 Euro Strom. Aber wir haben eine relativ dicke, ich glaube 20 cm dicke Isolierhülle obendrauf. Die wird auch aufgeblasen und drüber geschnallt. Dadurch bleibt viel, viel Energie im Whirlpool und verschwindet nicht. Also ich lasse den jetzt auch immer bei 35 Grad eingestellt, weil dann puffert der nur mit der Energie etwas nach und muss nicht ständig wieder von null alles hochheizen. Somit spart man sich da Energiekosten. Was bei diesem Whirlpool auch genial ist, ist, dass diese Abdeckung obendrauf
die wird ja in diese Clips gesteckt und diese Clips sind abschließbar, damit keine Kinder ohne Aufsicht, wenn die im Garten spielen, einfach hier Abdeckung runter und dann im Whirlpool eventuell ertrinken. Die kann man abschließen als Kinderschutz, damit die Eltern auch beruhigt die Kinder im Garten spielen lassen können. Jetzt habe ich hier noch einmal für euch, zeige ich euch kurz die Nackenkissen. Ich persönlich brauche es gar nicht, aber es sind ja zwei Stück dabei. Und hier haben wir jetzt einmal, von der ich euch erzählt habe, dieser Getränkehalter, der hat gummierte Halter, damit der auch nicht irgendwie zerkratzt oder irgendwie diese Oberfläche von diesem Whirlpool angeht. Also das Ding funktioniert super, hält tadellos. Ich stecke auch gerne mal mein Handy drauf und schaue mir dann, während ich im Whirlpool bin, irgendeinen Film an oder telefoniere oder wie auch immer. Also das Ding funktioniert echt super und kostet auch nichts. Ihr findet übrigens alle Links zu den Produkten, die ich hier jetzt gerade vorgestellt habe, unten in der Videobeschreibung. Ich bin für dieses Video weder bezahlt noch gesponsert, sondern das sind nur meine Eindrücke von einem meiner Meinung nach absolut genialen Whirlpool, den eigentlich jeder im Garten haben sollte. Ich bedanke mich bei euch jetzt fürs Zuschauen. Falls ihr Fragen zu diesem Produkt habt, einfach unten in die Kommentare da lassen. Ich versuche es schnellstmöglich zu beantworten und euch da eine Hilfestellung zu geben. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Euer Marc.